Also du hast ja zwei Sorten Sprit. Nee, oder das zwei. Eine ist Sprit, ja. Und das hier ist Rauchöl. Rauchöl, das kommt. Das kommt hier über diese Leitung in diesen Tank hier nur. Da das eine überschaubare Menge ist, habe ich mir da eine elektrische Pumpe gespart. So. Ist schon voll. Das machen wir dann elektrisch, sonst wäre man nur noch am Kurbeln. Wie viel hast du da drin? Da sind insgesamt mit dem Hoppertank 3,7, 3,8 Liter drin. Hoppertank, der heißt, der liegt dazwischen. Genau, das ist dieser Tank hier. Der sorgt dafür, also der bleibt immer mit Sprit gefüllt. Da gibt es auch keine Luftblasen in der Regel drin und gar nichts. Und wenn Sprit angefordert wird von der Pumpe, dann saugt die den hier an. Und hier entsteht sofort ein Unterdruck und dann kriegt er aus dem Haupttank was nachgefüttert. Sodass der immer gefüllt ist, damit die Turbine keine Luft ziehen kann.